Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Heute soll es darum gehen, ja, wir haben Vorhänge besorgt, die liegen dort. Wir wollen hier vorne mal schauen, weil wir doch festgestellt haben, dass die Scheiben öfter mal mit ja, Wasser zu sind und also mit der Schwitzwasser. Wollen wir gucken, ob wir das mit den Vorhängen, die wir hier rundum einmal in den Pepper verbauen, besser hinkriegen. Und zwar wird das dann so sein, dass wir die Vorhänge hier einhängen können, und zwar in diese, ja, in diese Ledergeschichte hier. Dort gibt es Haken. Vom großen I haben wir alles besorgt. Das heißt, das sind Zuhängegardinen, die sind auch lichtdunkel und sind auch so ein bisschen, naja, ein bisschen dickerer Stoff, damit ein bisschen Isolierung natürlich da ist. Hat halt auch den Vorteil, dass es vorne weniger Kälte ins Fahrgast oder in den Wohnbereich reinkommt. Ja. Damit wollen wir heute mal anfangen. Unter anderem wird das Ganze mit Druckknöpfen natürlich zusammengehalten. Wir wollen das nicht so mit Klammern machen oder sowas. Das könnte man auch machen. Aber wir versuchen das ein bisschen komfortabler zu gestalten. Unter anderem muss es auch an dem Holz dort befestigt werden, beziehungsweise zu der Seite, damit man dann auch einen Sichtschutz hat. Und diese Plissés, die wollen wir ja dann sozusagen nicht mehr benutzen oder zumindest im Winter nicht mehr. Ja, aber wie das jetzt funktioniert, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, die Vorhänge hier vorzubereiten und einzuhängen. Ich beginne jetzt einfach mal hier die Vorhänge mir zu nehmen. Was ich gemacht habe, ist, es gab so eine Metallhaken. Davon sind auch noch einige über. Die zeige ich euch mal. Die sehen nämlich so aus. Das sind ganz normale Einhängehaken, die man zu diesen Vorhängen beim großen I sozusagen kaufen kann. Und dann werden die hier einfach eingefädelt. Das heißt, über diese drei, ja, andersrum wäre es natürlich einfacher, über diese drei einzelnen Eingänge, und dann kann man das hier reinsetzen und so ist das Ganze fest und wir können es sozusagen oben gleich in der Schiene dann befestigen. Ja, wenn man schlau ist, könnte man sich das hier noch auf rechts und auf links. Also wir haben bei uns im Bulli das Ganze ja auch das ganze System und da könnte ich jetzt noch ein R oder ein L drauf machen. Somit weiß ich gleich, ob es Fahrerseite oder Beifahrerseite ist und ja, es hilft mir dann sozusagen, das Ganze ein bisschen auseinanderzuhalten. Also, weil man das da von der anderen Seite aus mal nicht so gut sehen kann. Was ich jetzt hier mache, ist einfach eins, dass ich mir das hier anzeichne, so dass ich weiß, wo denn die Nieten hin sollen. Also mache ich mal einfach so einen Punkt dahin. Wir fangen von oben an, weil wir das hier in dieses Holz reinsetzen wollen, in dieses etwas dickere Holz, um dann halt nach unten runter zu arbeiten und dann hier auch dementsprechend einen Abschluss zu haben. Ja, das machen wir jetzt und dann geht's weiter. So, da wir jetzt zur anderen Seite, also wir haben jetzt hier den ganzen Vorhang vorgehängt. In der Mitte machen wir ganz andere Druckknöpfe, die wir da reinsetzen. Das sind solche, die man zusammenklipsen kann, aber das zeige ich euch dann, wenn ich die ja, stanze und dann auch dementsprechend zusammen hammere oder hämmere, so heißt es ja. Ja, auf der Seite müssen wir auch noch Druckknöpfe machen, weil wenn man dann hier mal so durchguckt, dann kann man da doch noch einen Spalt sehen. Und erstens kommt da Kälte durch. Und das zweite ist natürlich, man würde ja auch noch einen Sichtschutz dann verlieren. Also setzen wir hier noch eine Niete rein und dort noch eine Niete rein. Das Ganze sind Schraubnieten. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Das heißt, es gibt ein Part, der ist so lang und das ist dann im Prinzip eine Verschraubung. Das ist das Gegenteil. Ich glaube, genau. Kriegen wir eine her. Die sieht dann dementsprechend so aus und hat einfach eine Gewindeschraube da dran und die kann man dann dementsprechend da reindrehen und dann ist die Sache komplett erledigt. Ob wir das vorbohren müssen, das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Werden wir mal ein bisschen vorsichtig machen und gucken, ob wir das dann nochmal, ja, sozusagen ein bisschen kleines Loch vorbohren. Ja, und dann hast du noch die Gegenseite, das ist dann das Ganze. Das ist ein Teil davon, da gibt es noch ein Gegenstück und das wird dann in den Vorhang einfach eingestanzt erst und dann wird das Ganze noch vernietet. Und ja, somit haben wir dann Nieten oder Druckknöpfe, die wir dann einfach immer wieder ran und abmachen können ohne Probleme. Angezeichnet ist nun alles. Wir haben jetzt überall kleine Striche am Holz gemacht, wo wir diese Schrauben dann reindrehen. Und auf der Gegenseite des Vorhangs haben wir natürlich auch noch Punkte gemacht. Die sehen dann so aus. Und hier können wir jetzt dann auch sehen, wo wir die Niete reinsetzen müssen und dementsprechend dann halt auch ja, einmal durchnieten. Wenn wir diese Seiten, also das heißt die rechte oder eher gesagt Fahrerseite in die Richtung, Beifahrerseite in die Richtung fest haben, dann werden wir uns hier noch darum kümmern, dass hier vorne auch noch mit Druckknüpfen das einfach zusammen machbar ist. Aber ja,
das müssen wir dann halt sehen, wie viel Luft wir haben und so weiter. Und deswegen setzen wir jetzt erst die äußersten Kanten fertig. So, da die Heizung jetzt auch endlich mal läuft, wir hatten hier so ein kleines Problem, weil wir kein Gas aufgedreht hatten. Ja, habe ich jetzt hier diese Druckknöpfe reingebaut. Natürlich sind die jetzt natürlich sichtbar, logischerweise. Also das muss man halt, damit muss man dann halt leben. Aber ich finde, es geht und es ist sauber verlegt. Also das ist ja schön geschraubt und dann ist gut. Ja, was ich jetzt noch mache, ist im Endeffekt, ich muss jetzt noch die andere Seite genauso machen. Das heißt, fangen wir mal an und ihr könnt mal zugucken, wie einfach es doch geht, die Dinger dort reinzuschrauben. Eigentlich ist es nur eins wichtig, mittig ansetzen. Das ist halt, damit man halt auch so ein bisschen, ja, es gleichmäßig hat. Und dann heißt es halt, Hand mit der Hand schrauben. Also ich würde es immer mit der Hand machen. Da hast du einfach mehr Gefühl drinne, bevor es mit dem Akkuschrauber entweder zu tief ist oder ja, ich finde, das ist immer kein Gefühl dabei. Das ist einfach nur eins. Das heißt Schrauben, Schrauben, Schrauben und irgendwann ist das Ding dann dran. Hier ist noch so ein kleines Teil mit Kunststoff mitgekommen. Was dieses Holz betrifft, das kann man dann einfach wegmachen. Kann man mit dem Messer dann einfach ein bisschen wegmachen und dann ist es auch erledigt. Ja, das Ganze noch zweimal. Und dann ist diese Seite auch fertig. So, natürlich ist es in der Wohnung dann etwas wärmer natürlich jetzt gerade, weil unsere Heizung ja noch nicht so richtig läuft. Wir haben dann jetzt hier das ja angezeichnet. Also da ist der Punkt dort. Und was habe ich mir vorbereitet? Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein normales Brett. Dann gibt es hier so eine Stanzbleche und so weiter. Dann hast du hier so ein Stanzwerkzeug. Damit gehst du dann, stanzt du durch den Stoff durch. Das können wir uns gleich mal einmal angucken. Und mit dem Ding vernietest du dann diesen Druckknopf einfach. Ja, wie das jetzt funktioniert, schauen wir uns doch mal an. Wenn wir mal durchkommen. Zu lasches Holz. So, ein Loch ist durch. Und dann setzen wir das auf. Jetzt brauchen wir natürlich noch Nieten da dementsprechend. Das ist die Gegenseite, die dann das Schöne abbilden soll. Und dann kommt noch ein Gegenniet. Als allererstes muss man erstmal das durchfädeln. Das ist ganz einfach. Und dann wird einfach den Gegenniet draufgesetzt. Und dann braucht man das andere Werkzeug. Moment, du solltest darauf achten, dass du das Teil nach hinten kriegst und das andere nach vorne. Du hast recht. Sonst hätten wir es wieder aufbauen müssen. Ganz genau. Gut aufgepasst. Der Ja, manche. Vorhang hängt zur anderen Seite und deswegen ist das Ganze das Problem, also beziehungsweise Problem nicht, sondern wir müssen einfach nur gucken, dass wir im Endeffekt, das hier ist die Innenseite im Fahrzeug und das ist die Außenseite. Und da die Nieten nach außen sind, müssen wir natürlich auch die Nieten dann nach außen setzen. Also da natürlich drauf achten. Ja, ist unser erster Niet, also testen wir das erstmal aus und machen es am besten nicht falsch. So, aufgesetzt und dann heißt das ein bisschen hämmern. Gucken, braucht noch ein bisschen was. Das dann richtig drauf ist. Ah, ja, irgendwann ist das dann dementsprechend fest und dann geht das auch nicht mehr lose. Also perfekt. So muss es sein. Und jetzt haben wir das Ganze noch siebenmal. Ja, Daumen hoch auf jeden Fall für diese Druckknöpfe. Die sind richtig gut. Ich hatte sie ja vernietet und ja, jetzt sind die ganz einfach hier ranmachbar und abnehmbar. Da wir ja die ganzen Seiten jetzt schon zu haben, das ist dann sozusagen die oberste Seite. Zack, ran. Haben wir die Dinger wieder eingehängt. Und jetzt haben wir uns hier angezeichnet, weil wir vorne ja auch eine Kältebrücke haben. Und dementsprechend wollen wir die ja auch frei, also wegnehmen. Und dann werden wir jetzt im Prinzip hier einfach die Druckknöpfe auch nochmal ransetzen. Das sind dann natürlich andere, die zeige ich euch auch. Da gibt es dann dementsprechend eine Gegenseite. Und diese Gegenseite, die sieht ein bisschen anders aus. Aber wie das funktioniert, müssen wir uns auch nochmal angucken. Aber ich denke, das wird genauso einfach gehen wie das auch. Das war eben top und hat nicht lange gedauert. So, und für diese ganzen Seiten haben wir zwei spezielle Werkzeuge. Unter anderem natürlich, also das Stanzwerkzeug ist genauso wie bei dem anderen. Unter anderem einmal dieses hier ist für den Zapfen, also sprich dann diese Seite. Hoppala, das sind auch zwei Teile.
Da ist er. Einmal ist das das Gegenteil. Und dann kommt noch oben drauf dieser Zapfen sozusagen. Und der wird dann da drauf geschlagen. Dazwischen ist natürlich der Stoff logischerweise. Hat sehr gut geklappt und ist ganz einfach. Ja, und das Zweite ist, wir haben nochmal wieder die gleiche Variante, wie wir sie auch schon eben einmal hatten. Das sind diese flachen Knöpfe. Dann kommt halt die Gegenseite dazu. Das ist der Druckknopf sozusagen. Dafür gibt es das andere Werkzeug. Ja, bringt dann sozusagen wieder die in der Mitte. Mal gucken. Diesen Dorn dort in der Mitte auseinander und verengt sich dann sozusagen. Und somit ist es dann auch fest und kann sich nicht mehr drehen. Also ganz einfache Sache und super, ja, super Produkt sozusagen. Ja, auch hier war das wieder mal eine ganz einfache Geschichte. Wir haben das jetzt hier oben alles eingehängt und dann habe ich im Prinzip nur die Druckknöpfe zusammengeklappt und mehr ist das gar nicht. Also eine super Sache. 4 Stück auf dieser Seite in der Mitte haben ausgereicht bis runter, um dass es hier vorne sozusagen Abschluss gibt. Und man merkt gleich, also von der Wärme her ist das ein Meilenstein. Also man hat halt die kalten Scheiben doch irgendwo und die Kälte, die drückt sich jetzt sozusagen hier an diesem Vorhang und kommt nicht direkt weiter in den Innenraum. Das merkst du halt gleich, dass die Heizung auch weniger leisten muss. Super Sache, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen oder können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Und es hat ja noch den zweiten charmanten Vorteil, nämlich dass du vorne auch so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, das Kondenswasser weniger hast. Dadurch, dass du die Plissés dann nicht zumachen musst, hast du ein bisschen mehr Zirkulation an der Scheibe und du hast weniger Feuchtigkeit im Auto. Ja. Wo wir natürlich auch noch einen Vorteil haben, ist, man fällt in der Natur weniger auf. Das heißt, wenn man dann doch mal einen Freistehplatz besuchen sollte, dann ist es gut, den Vorhang zu nutzen. Und wenn man den Vorhang halt hat, dann sieht man von außen nicht gleich so, dass es ein Campingfahrzeug ist, sondern dass es sich doch irgendwie vielleicht zwar, ja, doch irgendwas da ist, aber nicht gleich ganz so auffällig wie mit diesen ganzen Plissés, die dann davor sind oder halt diese Isolierungsmatten. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst uns den gerne da. Dann abonniert natürlich unseren Kanal, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Wenn ihr Benachrichtigung haben wollt, klickt doch das Glockensymbol, dann werdet ihr auch informiert, wenn ein neues Video von uns rauskommt, denn diese kommen sehr unregelmäßig mittlerweile. Wir wissen immer nicht so ganz genau, wenn wir mal eins fertig haben, schieben wir das online. Ja, und ansonsten bleibt soweit gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Tschö! Also, ich kann euch berichten, der Vorhang ist doch sehr, sehr dunkel, also richtig gut. Das da ist das Fenster. Macht mehr Licht als der Vorhang selber. Hier vorne ist der Vorhang. Wie man sieht, sieht man fast nichts, bis auf ganz unten, nämlich hier irgendwo in dem Bereich, dort in dem Bereich. Dort haben wir ein kleines Lichtloch. Allerdings kann man das auch, wenn man den Vorhang ein bisschen zumacht, wegnehmen. Top!